Du spielst schon Harmonika und dir gefällt die Obergreiner Musik? Dann werde ich dir in diesem Video zeigen, wie du im Obergreiner Stil Harmonikastücke begleiten kannst. Mein Name ist Thomas Holzer und ich bin Lehrer in der Quetschen Academy. Und ich habe in den letzten Jahren mehr als 20.000 Harmonikaspielern dabei geholfen, am Instrument besser zu werden oder überhaupt damit zu beginnen. Viele Harmonikaspieler möchten gerne mit anderen Musikern zusammenspielen. Und auch wenn du in einer Musikgruppe spielst, ist das Begleiten eine ganz wichtige Funktion der Harmonika. Beim Begleiten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich zeige dir eine, die besonders gut und mitreißend klingt. Slavko Ausenik hat auf seinem Akkordeon eine sehr charakteristische Begleitung gespielt und diese Begleitung gehört eigentlich zum Standardrepertoire eines jeden Harmonikaspielers. Und wie das funktioniert, das werde ich dir jetzt zeigen. Lass uns dazu ins Quetschenstudio gehen. Und so klingt das Begleiten im Polka-Rhythmus. Und wenn das passt, dann kannst du auch gleich spielen bei einem Bohrischen oder auch bei einem Marsch. Lass uns kurz den Rhythmus anschauen. Sprich einmal mit mir. Schädelweh, 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 Schädelweh. Sehr gut, ich weiß, blödes Wort. Aber damit lernen wir jetzt auch gleich die Betonung. Das heißt, den Rhythmus haben wir schon drauf. Schädelweh, 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 Schädelweh. Sehr gut. Und jetzt können wir betonen. Entweder wir betonen Schädel, dann klingt es so. Schädelweh, 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 Schädelweh. Das machen wir dann mit dem Ball. Schau. Klingt so. Oder wir betonen auf W. Dann klingt so. Schädel W, Schädel W, Schädel W. Sprich mit und Schädel W, Schädel W, Schädel W. Klingt so. Schädel W, Schädel W, Schädel W, Schädel W. Ja, so funktioniert das mit den Betonungen. Und für Walzer ist das Ganze noch einfacher. Denn hier kommt die rechte Hand doppelt so oft dran wie die linke. Machen wir das kurz in Zeitlupe. Wie kannst du das jetzt am besten üben? Starte beim Üben mit einem Griff. Dieser Griff hier, der passt auf Druck und auf Zug. Und später lernst du dann auch noch weitere Griffe, die passender und besser klingen, wie zum Beispiel dieser hier oder der. Beim Üben ist Folgendes wichtig. Gehe zuerst langsam vor, um den Rhythmus zu verstehen und steigere danach das Tempo. Zuerst spielst du es alleine im Trockentraining und danach spielst du mit Aufnahmen mit. Hierzu gibt es genug Harmonika-Videos auf YouTube. Wichtig ist, dass du die gleiche Harmonika-Stimmung wie im Video hast. Wenn du dir nicht sicher bist, dann kannst du das auch mit unseren Lernvideos der Quetschen Academy trainieren, denn hier kannst du aus drei verschiedenen Stimmungen auswählen und auch die Geschwindigkeit anpassen. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Quetschen-Couch. Jetzt hast du die Grundlagen vom Obergreiner Begleiten auf der Harmonika gelernt. Du hast den Rhythmus kennengelernt und auch einen praktischen Griff, der auf Zug und auf Druck immer passt. Wenn du dich beim Begleiten noch besser auskennen möchtest und dein Wissen vertiefen möchtest und Praxis sammeln möchtest, dann schau dir den Begleitkurs der Quetschen Academy an. Der ist in einer Mitgliedschaft inbegriffen. Das heißt, du kannst damit das Begleiten von Grund auf systematisch lernen. Du lernst andere Begleitmuster kennen und du weißt, wann Zug und wann Druck passt. Und außerdem lernst du auch noch weitere Griffe. Schau in die Videobeschreibung, hier findest du einen Link zu unserer Homepage quetschen.academy. Viel Spaß beim Ausprobieren!